Darf man seine Freundin heiraten? Eine Person zum Beispiel hatte eine Freundin. Ist das halal oder haram? Das ist haram. Das ist haram. Bei manchen Leuten ist das kein Problem, ja? Einmal ein Bruder, der hatte ein Mädchen so unter dem Arm und geht zum Dönerladen. Er sagt zu dem Dönerbesitzer, ist dein Fleisch halal? Dann sagt der Dönerbesitzer, ist dein Fleisch halal, was du in der Hand hast? Subhanallah. Das ist verboten, liebe Geschwister. Man darf keine Freundin haben. Schaut mal, Allah Azza wa Jal hat uns doch das Gute erlaubt. أَتَسْتَبِدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدِنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ. Tauscht ihr etwas, was Schlechtes, mit etwas Gutem ein? Subhanallah. Das heißt, eine Person, der hat eine Freundin. Dann sagen wir ihnen, schau mal, heirate sie, wenn du sie liebst. Und dann, inshallah ta'ala, lebst du im Halal mit ihr. Dann wirst du belohnt von Allah Azza wa Jal. Du folgst der Sunna, du hast die Hälfte deiner Religion erfüllt. Und diese Frau, wenn sie gut ist mit dir und du bist gut zu ihr, dann werdet ihr beide zusammen im Paradies sein. Was will man noch mehr, subhanallah? Anstatt, dass ihr beide in Jahannam reingeht, wenn ihr so weitermacht. Und dieses Leben ist eigentlich genau dasselbe. Nur, dass das im Halal ist und das andere im Haram. Tauscht ihr etwas ein, was schlecht ist, gegen etwas, was gut ist, subhanallah, wo ist euer Verstand? Wo ist euer Verstand? Deswegen, die sollen heiraten, walhamdulillah rabbil alamin. Aber heiraten bedeutet, sie müssen erstmal beide bereuen. Wenn sie beide Muslime, reden wir über beide, die Muslime sind? Ja. Dann müssen beide aufrichtig bereuen, ansonsten darf der eine den anderen nicht heiraten. Beide müssen bereuen bei Allah Azza wa Jal und zum guten Weg zurückkehren, dann können sie auch miteinander heiraten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.